M5 Stack ist eine Modulserie um den ESP32-Chip. Die Abmessung des Bauteils beträgt 5 x 5 cm, daher die 5 im Namen, und ist stapelbar. Damit spart man sich viele einzelne Verbindungen beim Experiment- und Prototypaufbau. Programmieren kann man das Modul mit der Arduino IDE, UIFlow und MicroPython. Die Module sind schon einige Zeit auf dem Markt und eine Übersicht findet man auf der Webseite M5 Stack. Ich habe ein paar Momente gebraucht, um mich zurechtzufinden, aber dann war es schon sehr interessant, auf dieser Seite nach Informationen zu suchen. Auch auf der offiziellen YouTube-Seite von M5 Stack ist man gut aufgehoben und kann sich durch die geballte Information durcharbeiten. In diesem Video stelle ich nun den M5 Stick C vor. Ein aktuelleres Produkt, allerdings nicht im Standardmaß 5 x 5 cm, sondern viel kleiner. Geliefert wurde der M5 Stick in einer unscheinbaren Plastikdose. Zusammen mit einem sehr kurzen USB Type-C Kabel, das eigentlich fast nicht zu gebrauchen war. Und da habe ich mir noch ganz schnell ein paar längere Kabel besorgt. Das 48x24x14mm große Modul hat ein 0,96 Zoll großes Farbdisplay. Außerdem ein IR-Sender, eine eingebaute LED und eine Antenne. Mit einem 6-Achsen-Beschleunigungssensor kann man experimentieren und mit einem eingebauten Mikrofon weitere Versuche machen. Zur Spannungsversorgung ist eine 80 mAh Batterie eingebaut. Mit der Power-Taste wird das Gerät ein- und ausgeschaltet, 2 Sekunden für an und 6 Sekunden für aus. Dazu gibt es 2 weitere Tasten A und B, die auch entsprechend programmiert werden können. Der Grooveport, eine USB Type-C Buchse zur Spannungsversorgung und zum Programmieren, sowie eine kleine Buchsenleiste, die einige GPIOs nach außen führt, vervollständigen den Aufbau des Sticks. Sehr hilfreich, wenn nicht unentbehrlich, ist der Aufdruck auf der Rückseite, der alles noch einmal bezeichnet und erklärt, sozusagen ein kleines Handbuch. Wie schon einmal erwähnt, kann der M5 Stick C, ein Modul auf ESP32-Basis, auf mehrere Arten programmiert werden. So auch mit der Arduino IDE. Dazu müssen erst die ESP32-Boards eingebunden werden. Und wie man das schnell und einfach macht, zeige ich in meinem Video. Nun binde ich die Bibliothek für meinen M5 Stick C ein. Und das geht wie folgt: Bibliothek einbinden, Bibliothek verwalten. Dann gebe ich hier ein M5 Stick
und erhalte die Bibliothek M5-Stick-C, installieren und fertig. Nun fehlt nur noch die richtige Einstellung des Bots und da werden mir dann zwei Möglichkeiten angeboten. Einmal ist es ESP32 Picokit oder M5-Stick-C. Beide Einstellungen sind identisch und bieten auch die gleichen Beispiele an. Geliefert wurde der Stick mit dem Factory Test als Einstellung. Ich will mir aber ein interessanteres Demo laden und habe mich für die Uhr mit den Nixie-Röhren entschieden. Den Sketch dazu habe ich bei Hexter.io gefunden, publiziert von Carlos Orts. Bei der Durcharbeit bin ich dann darauf gestoßen, dass das ursprüngliche Programm von Maxbug oder Maxbook aus Japan stammt. Auch von dort habe ich mir den Programmcode heruntergeladen und mit der Arduino IDE geöffnet. Dabei habe ich dann festgestellt, dass beim Sketch von Orts die ursprünglichen Links entfernt wurden. Aber Carlos Orts hat noch einen dritten Modus für die Uhr programmiert und so habe ich dann beide Programme ausprobiert. Hier zeige ich nun die drei Modi der Modifikation von Carlos Orts. Datum und Uhrzeit, Stunde, Minute und Sekunde sowie Minuten und Sekunden. Und die originale Version von Maxbug zeigt Datum und Uhrzeit sowie Minuten und Sekunden. Als nächstes Video in der Reihe der M5-Stack-Module stelle ich das Basic-Modul vor. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Danke fürs Anschauen und tschüss und salü aus dem Saarland.